Willkommen zurück zu The Vanishing of Ethan Carter. Ich spiele am Stück und bin ja mal gespannt, was wir jetzt in diesem Part weiter finden werden. Ich suche eigentlich immer noch diese Ecke, wo wir irgendwo reingehen können, wo wir noch nicht reingegangen sind. Aber mal gucken, vielleicht finde ich ja noch was. Wir jetzt nicht immer im Kreis laufen, aber tja... Vielleicht muss ich auch eher den Hügel noch mal ein bisschen hoch. Vielleicht sind wir jetzt gerade auch zu weit unten. Vielleicht kann man da oben noch irgendwo rein. Mal ein bisschen hier den Weg entlang. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Genau, weil ich ja hier noch nicht so richtig war. Ich glaube, zu weit entfernen wäre auch nicht so klug, aber... Naja... Schade, man kann hier auch nirgendwo rein irgendwie. Also das, klar, hier schon, aber hier muss es doch auch noch irgendwas geben. Das ist doch komisch. Man sieht ja auch nichts. Das ist alles viel zu dunkel. Zwischen den Reihen auch nicht. Tja, vielleicht erleuchtet sich ja noch irgendwas hier und dann findet man was. Irgendwo auf einem Boden. Aber hoffentlich auch nichts hier in der Ecke. Da waren wir ja jetzt schon. Muss ja auch mal sich genauer umschauen. Aber eigentlich, denke ich mir, mache ich das ja schon immer. Vielleicht mal so ein bisschen zwischen die Bäume. Wer weiß, wo jemand langgelaufen ist, so in Panik oder in Nicht-Panik. Ja, zurücklaufen will ich jetzt eigentlich auch nicht. Das wäre, glaube ich, auch nicht so klug. Da unten was gewesen, wo ich noch nicht war? Nee, dann laufen wir ja auch nur wieder zurück. Das ist auch falsch. Da waren wir noch nicht. Was ist das denn hier? Da ist aber nichts, oder? Oder doch? Nee, da kann er nicht lang. Wir können ja hier nicht springen und so. Wenn sich die Texturen da hinten erst später auf... erstmal immer aufladen sozusagen, wollte ich gerade sagen. Wenn die sich erstmal so aufbauen, denke ich manchmal immer, da ist was, was ich übersehen habe. Bin ich aber auch verwirrt, wo ich jetzt eigentlich herkomme. Es muss doch hier irgendwas eigentlich geben. Das ist doch komisch. Vielleicht hier bei den Steinen? Hier waren wir eigentlich auch schon. Tja. Wenn das so grau ist, dann kann man da auch gar nichts machen. Vielleicht sehen wir jetzt aber mehr bei ihm hier unten, weil wir das mit dem Dolch gemacht haben. Ich berühre ihn mal nochmal. Vielleicht kann man jetzt schon wieder mehr erkennen. Ja, das ist größer geworden. Das ist größer geworden. Das ist also schon mal toll, aber... Ich habe halt keine Ahnung, wo ich hin soll. Hat so ein bisschen Sakrileg-Stimmung. Schukara hattest du ja schon. Gehen wir hier nochmal rum. Kann ja nicht schaden. Wo ist das Zimmer mit der Öllampe-Dingens? Das muss doch hier irgendwo sein. Da ist die Öllampe. Wo hat der Typ die her? Der ist doch von irgendwo hier gerannt gekommen und hat die doch bestimmt hier irgendwo rausgeholt. Aber hier ist nicht offen. Klopfen geht auch irgendwie nicht. Das
Ist doch merkwürdig. Das hätte ich jetzt so gedacht. Oder irgendwie vom Dach oder so. Wäre ja auch eine Idee, aber das ist auch nicht. Vielleicht nochmal auf den Friedhof gucken. Vielleicht gibt es ja nicht nur eine Krähe. Vielleicht gibt es ja noch mehr. Tusnelda. Mensch, helf uns doch mal. Das wäre doch mal schön, wenn Tusnelda uns helfen würde. Irgendwas bei einem Grab. Vielleicht hat er ja Blutfleck. Mensch, hatten wir auch schon. Hier? Ach so, ich dachte, das wäre jetzt hier so ein... Ach, schade. Wieder nichts gefunden. Verdammt. Ich würde ja auch den Kircheneingang vermuten, weil da ist ja bisher nichts drin gewesen. Das ist ja sehr ungewöhnlich. Ganz merkwürdige Sache hier. Irgendwo drinne. Ich gehe da jetzt noch mal rein. Das gibt's doch nicht. Es ist aber einfach so schweinedunkel. Kannst du nicht... Guck mal hier. Ach, hier ging's nach rechts. Ach, ich Idiot. Und hier ist bestimmt die Lampe. Alles klar. Jawohl, haben wir die geholt. Dann zoome ich mal und dreh dich mal schön. Die nehmen wir jetzt mal. Ja. Das war's. So, dann geh mal nochmal hoch hier. Ach, das geht nicht. Ist kaputt. Ja, genau. Kaputte Treppe, sag ich doch. Mensch, dann geht das hier rechts rein und ich sehe das die ganze Zeit nicht. Aber siehst du? Hab ich recht gehabt. In der Kirche ist was. Ist aber immer noch dunkel da hinten. Aber dann nehmen wir die doch mal mit. Zu dem Fleck, wo die Öllampe ist. Dann... Ja, wo war das jetzt nochmal? Da unten. Ruckel dich mal runter. Ich weiß immer noch nicht, wer wir sind. Aber ist ja auch egal. So, da ist der Dolch. Schuckere, Öllampe. Da. Hier gehörst du hin. Zack. Ja. Woll. Damit alles so ist, wie es einmal war. Genau das ist unser Plan hier. Oh, ja, ich kann mich kaum mehr halten vor Spannung. Ohne Scherz. Das ist doch alles zu viel für mich hier. So, dann gehen wir nochmal... Nee, wir waren ja richtig. Ich will ja gar nicht da in die Kirche. Ich will ja hier in die Krypta. Stimmt. Das Grab. Mensch. Wir wollen ja hier in dem unheimlichen Bereich bleiben. Das ist ja alles gar nicht so weit entfernt. Ich brauche ja gar nicht so weit laufen. Mal gucken. Reicht das jetzt schon? Ich habe doch alles jetzt durch. Lampe, noch was. Ja, nee, das mit der Schubkarre noch nicht. Das könnte noch fehlen. Aber es reicht. Es reicht. Da kommen wieder die Geister. Die Geister kommen. Wir folgen dem Licht. Und werden jetzt wahrscheinlich wieder den Verlauf... Ich sag ja, den Verlauf müssen wir jetzt machen. So. Also, wenn der hier ermordet wurde... Und es handelt sich hier um 3 Personen? Wer ist denn das hier eigentlich? Das ist eine Frau. Dann der Mann, der getötet wurde. Und jemand, mit dem sie vielleicht nicht rechneten oder so? Okay. Hier ist auch etwas passiert. Oder sind wir... Nee, da guck mal, der da hinten mit dem Schlips, das sind nicht wir. Das ist immer jemand, der... Nee, der gehört dazu, ne? Was? Haben wir jetzt alle? Also, laufe ich jetzt richtig von da hinten, meine ich? So. Hier, oh, das wird schwierig, das herzustellen. Weil hier nicht so ausdrucksstarke Momente gerade passieren. Die reden nur.
Auch schwierig. Von hier kommt aber keiner. Hier ist keiner. Anscheinend nicht. Na gut, dann müssen wir nochmal hier lang laufen. Also hier ist der... Jetzt höre ich auch die Wölfe. Hier ist ein etwas jüngerer Typ mit einer Frau. Ich glaube, die beiden planen irgendwas. Aber sie redet dann mit einem anderen Mann, mit Schlips. Laufen wir nochmal nach unten. Hier, das sind auf jeden Fall so die letzten Momente, glaube ich. Ich weiß gar nicht, von wo die jetzt genau kommen. Und hier können wir dann die Chronologie markieren. Okay, hier ist der Blutfleck, klar, okay. Also muss hier was passiert sein. Und die Frau lässt es den Mann machen, aber sie hat den Dolch. Müsste dann nicht noch irgendwas sein, wo sie den Dolch holt? Oder hatten wir das schon? Boah, schwierig. Alles sehr weit entfernt hier. Puh. Und das war schon alles? Das waren alle? Na gut. Dann... Also sonst könnten wir die Chronologie auch nicht machen. Am Ende wurde er ja... Na, die Frage ist nur, wenn er hier liegt... Doch, ich denke, hier hatte er wohl die Verletzung schon. Wie viele können wir machen? 5. Gut, dann nehme ich hier mal die 5. Dann nehme ich hier die 4. Erstmal, ne? Also ich mache das erstmal so wieder provisorisch. Weil sie ihm hier wehgetan hat, nehme ich hier die 3. Und da, wo die das planen, die Ollen, kommen ja hier irgendwo aus dem Wald. Da planen die das ja erstmal. Da müssen 2 und 1 dann hin. Das geht ja gar nicht sonst anders. Wo kommen die denn nochmal her, die Schweine? Hier laufe ich gerade zurück. Aber kann ich einmal rum? Ja, da. Genau, das meine ich. So, jetzt ist die Frage, wer trifft hier wen zuerst? Ich glaube, dass das hier die 1 ist. Und das dann eher so die 2. So, hey, ich bin übrigens auch hier mäßig. Ja. The hell's going on? Where's Ethan? The one who sleeps must... Da ist ein Fehler drinne. Da ist ein Fehler drinne. Die fragen sich, das sind also die Familienmitglieder wieder von Ethan. Die fragen sich, wo Ethan ist. Dann würde ich gerne mal das hier visualisiert haben, damit ich das Gespräch mal nachvollziehen kann. The hell's going on? Where's Ethan? The one who sleeps must not sleep. Achso, vielleicht ist das dann aber einfach 1 und 2. Ich tausche mal einfach 1 und 2 aus. Genau. Das ist... Genau, und dann nehme ich das andere als 1. Vielleicht klappt das ja besser. Quatsch. Was hatte ich jetzt gesagt? So. Nee, so hatte ich das vorher auch. Also das soll eine 1 jetzt werden dann, und dann machen wir das zu 2, genau. Geht das? Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And breaking him up, giving him to the sleeper forever. The hell's going on? Where's he? Hier gibt's einen Stopp. Also, ich glaube, dass die 1 richtig ist. Da planen die das so ein bisschen.
Aber hier sind sie sich irgendwie schon wieder nicht mehr sicher oder woanders ist der Fehler? Ich verstehe halt nicht. Also es ist klar, wenn das Bild sich so zerschreddert und es nicht weitergeht, ist irgendwo ein Fehler. Aber ist irgendwo ein Fehler dann in der Chronologie? Oder ist da der Fehler? Also... Die fragen sich dann... Eigentlich müsste ich mir das nochmal anhören, um das zu verstehen. Ich könnte höchstens halt hier die 2 und 3 austauschen. Das andere macht für mich gerade keinen Sinn, aber vielleicht verstehe ich es auch gerade noch falsch. Mach ich das mal zur 2 und das andere zur 3. Aber es macht für mich eigentlich keinen Sinn. Ja, geh hoch. Glaube nicht, dass das richtig ist. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And bricking him up. Giving him to the sleeper. Forever. The hell's going on? Where's the... Das ist doch eine Eins. Das macht doch viel mehr Sinn. Dass die sich das fragen. Aber anscheinend denke ich gerade falsch. Also wenn das die Eins sein soll. Das kann doch gar nicht sein. Diese gruselige Musik jetzt auch noch hier. Das ist die 4. Kannst du nicht einfach mal... Ach, vielleicht muss ich einfach mal das Pferd von hinten wieder mal aufsatteln hier. Aber es fängt automatisch bei der 1 an, ne? Ja, ja, okay. Our boy. Chad is putting... The hell's going on? Where's the... Das ist falsch. Ich lasse das aber mit der 4, 5, 6 eigentlich mal so. Das machte für mich auch viel mehr Sinn. Und der Typ, der hilft ihr dann halt. Weil sie dann halt sagt, ja komm, das muss jetzt mal sein. Sonst läuft hier alles aus dem Ruder, wie auch immer. 5, 4. Nee, dann muss hier die 4 eigentlich hin. Und da hinten ist die... Ja, ist auch richtig so. Ja, genau. 5, 4, 3, das lasse ich mal so. Das ist für mich immer noch merkwürdig hier. Dann mache ich das mal, ja, keine Ahnung, wie ich das am besten mache. Visualisieren. Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And bricking him up. Giving him to the sleeper. Forever. Ich glaube, sie tut ihm danach dann weh. Und er fragt deswegen dann, was ist mit dem oder so. Ja. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass er dann erst fragt, so, weil sie kommt dann wieder. Vom Weg her würde das denn passen? Also, sie, guck mal, sie redet nämlich mit ihm und dann geht sie ja hier runter. Und wenn sie da hinten erstmal, oder sie kann auch andersrum gehen, aber vielleicht ist das hier die Nummer 2. Aber hatte ich das nicht gerade eben schon ausprobiert? Naja, probieren wir das einfach nochmal aus. Ich weiß auch nicht, was ich sonst machen soll. Sonst muss ich mir die anderen Szenen, die ich hier hinten gerade nicht beachte, nochmal anschauen, wenn das jetzt auch nicht hinhaut. Dann hat sie den nämlich erledigt und er fragt sich, hä, was ist denn jetzt los? Ne? Oh boy. The hell's going on. Where's... Auch falsch. Verdammt. Ach, Mano. Aber die ist auf jeden Fall richtig. Das ist hier die Nummer 1. Dann muss ich das nochmal anders probieren. Sie geht hier weiter. Aber er, deswegen dachte ich, das ist erst am Ende, weil hier ist er ja schon irgendwie verletzt oder so. Er hilft ihr.
kapiere ich nicht. Wenn er sich hier schon wehtut, weil ihm hier was passiert ist, aber sieht man hier nochmal vielleicht, wo sie hier eben eigentlich wehtut? Man kann sich ja leider hier die einzelnen Szenen nicht anschauen. Das ist ja der andere, der dem wehtut. Moment mal. Hä? Der hat ja dem wehgetan. Ach so, und dann kommt sie mit dem Dolch und erschlägt den. Oh, Entschuldigung, dass das in meinem Hirn gerade nicht schneller geht. Es tut mir echt leid, es gibt bestimmt Leute von euch, die das innerhalb von ein paar Sekunden jetzt schon gelöst haben, die Reihenfolge. Aber vielleicht denke ich auch einfach viel zu kompliziert. Aber ich habe doch eins und zwei da hinten schon ausgetauscht. Das würde doch am meisten eigentlich Sinn machen. Okay, weil sie tut ihm doch hier weh und... Das ralle ich nicht. Ist das hier vielleicht doch eine... Viel weiter, als ich denke. Machen wir das mal zur 4. Aber hier ist er nämlich schon verletzt, oder nicht? Oder tut er vielleicht hier nur so? Nee, das glaube ich nicht. Man sieht aber auch leider gar nicht, hat sie ihn mit dem Dolch hier schon angegriffen oder nicht? Das glaube ich nicht. Es macht gerade gar keinen Sinn, was ich hier mache, aber... Our boy. Chad is putting our boy in that crypt. And bricking him up. Giving him to the sleeper. Forever. Das wird nichts. Ich weiß es jetzt schon. Das macht mich wahnsinnig. Ja... Das macht mich wahnsinnig. Ich will das jetzt schaffen. Warum? Wo ist mein Denkfehler? Das gibt's doch nicht. Ich hasse sowas. Echt. Kennt ihr das? Die 1 muss doch richtig sein. Das kann ja gar nicht. Warum ist das nicht die 2? Hier sind die beiden auch noch zu zweit und allein. Warum? Dann tauscht das halt nochmal aus. Verdammt. Mann. Machen wir das eben nochmal andersrum. Das gibt's doch nicht. Aber ich hatte das... Nein. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Zahlen ändern. Wo stehe ich jetzt? Ihr steht vor mir. Gut. So, ich will das ändern. Jetzt kann das jetzt mal wieder mit den Zahlen wenigstens funktionieren. Was ist denn hier los? Oh, stehe ich jetzt hier im falschen Winkel oder was? Mano, hallo, ich will die Zahlen ändern. Ja, ich weiß, dass das falsch ist. Leck mich doch. Warum geht das jetzt hier und da vorne nicht? Weil das schon richtig ist oder was? Die 1, die bleibt so. Was weiß ich, was ich dann hier nehmen soll? Wenn das die 2 ist und was weiß ich, dann nehme ich das eben als 3. So. Geht los. Oh boy. Chad, let me see. Chad, let me see. Our boy. The hell's going on? Where's he? Ich mach das jetzt zu 4 oder so. So. Keine Ahnung. Ist ja anscheinend nicht richtig. Ich mach das jetzt so per Zufallsdingens. So mache ich das jetzt mal. Mhm. Oh ja, was denn los? Chad, let me see. Ah, da ist jemand wütend. Dann machen wir das hier mal zur 3. Und ist das da hinten die 2? Mal gucken. Ist ja schön, dass sich das automatisch ändert. Ja, hier eskaliert das ja schon total. Da eskaliert es ja schon.
Er ist dein Bruder, also da greifen sich die Brüder gegenseitig an. Ich glaube, das ist relativ am Ende. Deswegen mache ich das jetzt mal zu 4 und das da hinten ist die 5. Mal gucken, wie es ausschaut jetzt. Our boy. Chad, let me see. Egal, was ich mache, es ist falsch. Das gibt's doch gar nicht. Es regt mich voll auf. Nicht, dass das hier vor der Tür hier gar nicht richtig ist. Dann mache ich das jetzt wieder zu 3. Dann ist das da hinten die 4. Und eigentlich so, wie ich es die ganze Zeit denke. Aber es ist einfach nicht richtig so. Our boy. The hell's going on. Where's he? Vielleicht ist ja die 2 richtig. Und deswegen denke ich die ganze Zeit, dass das hier hinten... Vielleicht ist das hier hinten einfach nur falsch. Dann mache ich das jetzt mal zur 4. Dann ist das da hinten die 5. Guck mal, mal gucken, ob das jetzt klappt. Vielleicht ist die 2 auch die ganze Zeit richtig gewesen. Our boy. The hell's going on. Where's he? Oh, Manno! Das gibt's doch nicht! Oh! Oh, mit dieser aggressiven Musik jetzt auch noch. So. Der veräppelt die alle. Das ist da hinten 5. 3. So hatten wir es auch noch nicht, dass das hier vorne die 3 ist. Also da bei der Kapelle. Oh boy. Chad, the hell's going on. Where's he? Unglaublich. Aber wenn das die... Ich verstehe halt nicht, wenn das da oben... Wenn die 1 richtig ist und die ist doch richtig. Oder kann ich das... Kann ich das ändern? Nein, weil sie richtig ist. Deswegen kann ich das auch nicht mehr ändern. Das ist die 1. Warum ist das denn hier nicht die 2? Was ist das denn? Kapier ich nicht. Ist der Typ mit Schlips? Vielleicht lockt sie den hier, den Jüngeren, halt später erst dazu. Und da hinten greifen sich die Brüder dann gegenseitig an. Deswegen ist, weiß ich nicht. Das hier vielleicht eher die 2... 3. Da hinten ist die 5. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich versuch's mal. Our boy. Chad, let me see. Get the hell. 30 Minuten Verzweiflungspart. Ah. Zu hohl. Die Alexis ist zu hohl einfach. So, pass auf. Nochmal jetzt. Also, komm. Das muss doch zu schaffen sein. Also... Das da, die beiden hier, das sind ja gar nicht dieselben Männer. Anfangs dachte ich, das wären dieselben Männer. Das sind sie aber gar nicht. Und er hier mit dem Schlips, vielleicht ihr Mann, fragt sie, sag mal, wo ist denn hier der Ethan oder wer auch immer? Und sie hat da schon irgendwas im Kopf anscheinend oder auch nicht. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Lockt sie den hier später rüber? Vielleicht ist es halt deswegen auch eine 3 und nicht eine 4. So. Da ganz hinten, da kloppen sich dann die Brüder und die Mutter sagt, Mensch, ihr seid doch Brüder. Das geht nicht. Aber das könnte ja auch die 2 sein. Weil wenn wir so gut, sie hat zwar hier den Dolch, aber ich weiß, eigentlich hätte ich das jetzt eher nach hinten gesetzt, aber ich bin ja hier anscheinend völlig aus dem Holzweg. Und hier hätte ich natürlich auch gedacht, dass diese beiden Szenen hintereinander passieren, weil die hier ja gerade beim Reingehen sind. Aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, jetzt hätte ich schon alles ausprobiert. Habe ich aber nicht. Oh boy. Chad, get off of him. Warum hat sie denn jetzt, egal, ich frage gar nicht erst. Ich frage gar nicht erst.
Das kann doch nicht die drei sein. Oder? Das macht doch keinen Sinn. Ich mach das jetzt hier zu zwei. Our boy. Nummer eins. Chad, let me see. Warum kommt denn dann auch immer diese Szene? Ich habe diese Szene doch gar nicht als zweite ausgewählt. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ich will ja mal einen Ablauf sehen, soweit ich wenigstens komme. Ich hatte doch was ganz anderes zu zwei gewählt. Ich nehme das jetzt wieder zur 2. Nee, das kann nicht sein, weil sie ja vorher mit dem redet. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. So eine Schweinerei hier, die mit meinem Hirn angestellt wird. Ich krieg einen Rappel. Und hier sind ja auch beide Typen da. Also das... Naja, obwohl, hier ist ein ganz anderer wieder. Wo ist denn hier eigentlich der andere? Der wird jetzt gesucht, ne? Drei. Oh, ich hab doch keine Ahnung. Ich gucke jetzt gleich nach. Our boy. He's harmless. You know this is wrong. Chad, finish those bricks before he wakes up. Ach so. Ah! Endlich passiert dann mal was, was vorher nicht klar war. Get the hell away from me. This is Dale's fault. He should have been helping. Dale's weak. He always has been. You're right. He is weak. Oh mein Gott, schaffe ich's endlich mal. Chad, get off of him! He's your brother! Get off of him! Da ist er ja, der Ethan. Mensch, und da wusste ich ja gar nicht, dass der da vorher war. Oh, ich glaub's nicht. The one who sleeps must not sleep. Your Uncle Chad is dead. Gross. Ethan. Oh Gott, endlich habe ich es geschafft. Da kommt doch keiner drauf, dass das am Anfang ist, was da passiert. Den Jungen, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Oh, tut mir leid. Our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Mine? My key. I don't have it. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep Mom away from me, all right? She's sick. You're all sick. Hat ewig gedauert. The sleeper must not sleep. Ethan disturbed something. Whatever it was, it got out, into the air, and into the minds of his family. Passiert jetzt was, wenn ich hier länger gedrückt halte noch, oder? Oh. Jetzt geht's aber los hier. Ach, das hatten wir doch schon. Das hatten wir doch schon. Aber trotzdem. Chad, let me see it. Chad, get off. The hell's going on. Ja, okay. It's not right. Ethan's our boy. Dad, I need to get into the mine. What? Kann ich das überspringen? Mine? My key. I don't have it. For the fail part. I guess I'll use the tunnel near the gate. Just keep Mom away from me, alright? Ja, ich hab das doch schon. She's ja, sick. Ist okay. We're all sick. Ja. Mach mal einfach Escape. Alles klar. So. Endlich haben wir das geschafft hier, den Kram. Ach, wie gesagt, tut mir leid. Das war jetzt echt anscheinend zu...
Ich habe halt überhaupt nicht gesehen. Guck mal, dass der hier mit den Ziegeln, na klar, der hat ja dann sich noch gefragt, hier unerledigte Arbeit und so. Aber das habe ich mir jetzt nicht gedacht, dass das hier eine Anfangsszene ist. Ich dachte halt wirklich, das ist jetzt so das Ende. Jetzt gehen sie da runter und dann liegt er da unten tot. Dass das hier der Anfang sein könnte, nee, da war ich jetzt total auf dem Schlauch. Aber habt ihr ja gerade gesehen, wie die Szenen dann wirklich ablaufen, das weiß man ja vorher auch nicht. Das sieht man ja dann auch erst, wenn man auf dem richtigen Weg ist. Aber es war so blöd jetzt echt. Und dann ist die letzte Szene gewesen da hinten um die Ecke. Also das war jetzt schon auch fies aufgebaut von den Stationen her sozusagen, von den Erinnerungsstationen, dass die eine neben der andere ist und die völlig auseinander liegen vom Zeitraum her. Ich weiß nicht, das ist nicht mein Ding, so mit Zeitsprüngen und so. Also ich finde das genial, wenn man es dann rausbekommen hat und sich das dann anguckt und denkt, ah ja, klar. Aber ich bin da nicht so gut drin, glaube ich, irgendwie sowas immer nachzuvollziehen. Mit dann ist das passiert, dann ist derjenige dahin gegangen und so. Naja, vielleicht lerne ich noch dazu in diesem Spiel und werde eines Tages FBI-Agent. Oder auch nicht. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part von The Vanishing of Ethan Carter. Und es ist und bleibt spannend. Und vielen Dank für eure Geduld und euer Zuschauen. Bis dann!